liebe Leute, ich bin mal wieder im Seegut Buchenhain in der Uckermark. Und wen treffe ich hier? Die Rosi Döbner. Denn sie macht eine Sommer-Relax-Woche im Finkenwerderhof im August, ja? Ja. Dieses Jahr ein ganz neues Format. Bisher gab es ja immer eine Selbstliebewoche. Und die letzten 2 Jahre wegen Corona konnte ich ja kein Seminar anbieten. Dann habe ich einfach nur so vermietet. Und die Teilnehmer haben selber was draus entstehen lassen. Und dieses Jahr gibt es einen Mix. Das heißt, ich werde ab und zu vormittags ein paar Impulsvorträge, Sachen anbieten, zum Thema Selbstliebe, inneres Kind, Dankbarkeit, Achtsamkeit, ganz wichtig für den Alltag. Und abends Lagerfeuer, eine Kuschelparty, arabischer Verwöhnbazar, vielleicht auch ein paar tantrische Elemente. Und gleichzeitig nochmal so der Freiraum, dass die Teilnehmer auch selber sich ausprobieren können, was anbieten. Genau, sind letztes Jahr ganz schöne Sachen, so Märchen erzählen unter dem Sternenhimmel, singen im Schilf am See, die Eisdiele gemeinsam stören. Also es ist so Raum für Gemeinschaft, sich auch alleine zu erholen. Es gibt einen traumhaft großen Garten, ganz viele Seen, ein schöner Platz. Ja, das klingt doch gut. Sommerrelaxation mit Rosi Döbner. Die Details findet ihr unter dem Video oder im Link. Okay, so, jetzt schauen wir mal, was man mit dieser Kamera noch alles machen kann. Ah, das macht so viel Spaß. Okay, jetzt aber. Okay, bis bald dann.